Herzlich willkommen, liebe Leute, zurück zu einem neuen WWE Supercard Video. Ich möchte euch mal kurz hier meinen King of the Ring Stand zeigen. In der Tabelle bin ich nach wie vor zweiter Platz mit 38 zu 4. Daran wird sich auch nicht mehr allzu viel ändern. Hoffen wir mal, dass wir ins Halbfinale wenigstens kommen. Natürlich wäre natürlich das Finale noch geiler. Naja, lassen wir uns überraschen. So, worum geht es mir jetzt eigentlich? Mir geht es jetzt darum, dass ich mal wieder ein Big Opening mit euch machen möchte. Dazu werden wir erstmal, ups, falsch, unser Deck bearbeiten. Damit wir wieder auf Legendär Plus kommen. Denn dann haben wir natürlich bessere Chancen auf bessere Karten. So, Legendär Plus. So ist meine Standardaufstellung, wenn ich auf Legendär spiele. Leider habe ich da nicht so wirklich die guten Chancen. So, geht's los. Hoffentlich ziehen wir mal was Anständiges. Auf jeden Fall brauche ich hier 6 Energiekarten. Da haben wir schon die erste. Denn King of the Ring, das ist die zweite. Oh, das läuft ja wieder im laufenden Band hier. Denn bald ist ja das Viertelfinale, beziehungsweise sogar Achtelfinale des King of the Rings. Und davor muss ich auf jeden Fall nochmal ordentlich Energiekarten farmen, damit ich dann immer schön meine Helden, also was heißt Helden, meine Charaktere hier schön aufpumpen kann. The Miz auf selten. Na, ganz toll. Also, ich habe absolut kein Glück, was die Picks betrifft. Ja, das ist jetzt wirklich schon seit ein, zwei Wochen, dass ich absolut nichts Brauchbares ziehe. Ich habe weder guten Erfolg bei Road to Glory gehabt. Hier ist schon wieder eine seltene, guckt es euch an. Zum x-ten Mal den Mark Henry gezogen. In King of the Ring komme ich zwar eigentlich immer ins Finale, aber werde dann doch nur Zweiter. Was total ärgerlich ist. Weil mir bringen einfach zwei zufällige epische Karten mehr als eine epische und eine ultra seltene Unterstützung. Denn die Boosts, die ich habe da eigentlich so ziemlich die besten Boosts, was auf dem ultra seltenen gratis so gibt. Ja. Aber ich brauche einfach epische Karten. Epische Karten noch und nöcher brauche ich. Unterstützung. Habe ich keine Unterstützungskarten hier? Okay, dann muss ich doch die ungewöhnlichen nehmen. Sortieren nach neuesten. So, jetzt haben wir wieder ein paar Karten übrig. Ich habe jetzt gar nicht mitgezählt, wie viel wir jetzt schon aufgemacht haben. Das ist ein bisschen schade. Ja, ein Stuhl nach dem anderen. Noch eine Energiekarte. Naja, wenigstens haben wir Glück, was die Energiekarten betrifft. Ich würde wirklich so richtig gerne mal wenigstens eine legendäre Karte ziehen. Einfach mal nur so. Die einzige legendäre Karte, die ich gezogen habe, ist gewesen, als ich auf den legendären Gürtelrang kam, wie auch immer man das nennen will. Also hier die Gürtel. Dann kriegt man ja beim allerersten Mal, wenn man in die neue Klasse kommt, ein Pick geschenkt, der da eigentlich sofort kommt. Aber sonst habe ich auf Legendär Plus bin ich ja mittlerweile sogar schon noch gar nichts Brauchbares gezogen. Nicht mal eine epische Karte, das müsst ihr euch mal reinziehen. Nicht mal eine epische Karte, wo man eigentlich von ausgehen könnte, dass die Chance auf epische Karten dann wenigstens höher sein sollte. Nein, Pustekuchen. Nichts dergleichen. Das Beste, was ich wirklich bekommen habe, war noch nicht mal eine ultra seltene Karte, sondern ja, nur
eine besonders seltene Karte, die ich schon zum x-ten Mal gezogen habe, die ich einfach nicht brauche. Also Pick-Glück habe ich absolut nicht. Ja, Road to Glory hatte ich ja auch nicht geschafft. Hatte ich euch in einem anderen Video schon gezeigt. Ja, also momentan habe ich einfach kein Glück. Wie schaut's bei euch aus? Wie lange braucht ihr, um mal eine gute Karte zu ziehen? Habt ihr mindestens einmal in der Woche eine brauchbare dabei? Oder zieht ihr sogar täglich was super Gutes auf eurem Level? Also, wenn ihr Glück habt, gebt mir bitte was zu eurem Glück ab. Ich brauche es auch. Gut Leute, wie ihr seht, ich habe jetzt hier 10 von 10 Energiekarten voll. Das soll es jetzt erstmal dann auch gewesen sein. Mehr war jetzt erstmal gar nicht so mein Ziel. Ich werde euch berichten, wenn mein King of the Ring beendet ist. Dann ziehen wir die, ich hoffe, 2 epischen Karten. Ansonsten sehen wir uns auch zum nächsten Pick-Opening wieder. Ich möchte in der nächsten Zeit öfters mal ein paar Videos machen. Das macht mir doch sehr viel Spaß. Teilt meine Videos nicht allzu oft, denn die Community soll nicht zu groß werden. Kleiner Spaß. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, dann immer her damit, mit den Kommentaren und mit den Abos. Ja, und dann bis demnächst. Macht's gut. Ciao.